Tasten. Grafikstiftchen, das könnt ihr auch aufnehmen. So, da sind die wichtigen Herren. Martin, Benoni. Den kommen wir aber später noch dazu. Ja. Ich denke, aber Martin ist derjenige, der kann die Tafel gut erklären. Hallo, Benny. Daniel. Hi. Ja, also es ist eine wahrscheinlich unserer wichtigsten Tafeln überhaupt hier bei uns im Unternehmen. Und das ist so, dass wir ja, wie gesagt, sehr nachhaltig sind an dem Tag. Das ist der 30. April 2020 gewesen. Sind wir nämlich 0 Kilometer gefahren, hatten aber einen Koffeinüberschuss von 455 Tassen und haben an diesem Tag es geschafft, der Corona und dem sogenannten Trend zu trotzen, weil allein an diesem Tag haben wir fast 4.300 Implantate verkauft, was uns geholfen hat, voll wieder Mai durchzustarten. Und wir sind dabei, wie gesagt, 0 Kilometer gefahren und haben über 1.270 Bestellungen ausgelöst. Und alle Mitarbeiter waren an diesem Tag am Telefon, sie haben mit ihren Kunden zusammengearbeitet, sie waren eng verbunden und wir haben uns in dieser Zeit wirklich gut abgestimmt auch und es haben maximale, loyale Kunden halt auch, die auch uns als Unternehmen in dieser Zeit geholfen haben. Ne? Das war Rekordumsatz. Den Rekordumsatz an diesem Tag, den haben wir bis heute nicht erreicht. Ja. Aber, oder kein zweites Mal erreicht. Ne? Das ändern wir natürlich jetzt, wenn das Video rauskommt, aber. Ja. Genau. Hast du drauf? Ist ja krass. Ja, also, weil auch das war ja also eine Million am Tag. Naja, knapp, vielen Dank für die Hochrechnung in der Richtung. Ja, aber so immer rund, immer rund, ne? So rundet man auf. Ja. Ja, und das wollten wir dann auch festhalten, weil das war wirklich, die ganze Woche war besonders, das war die letzte Aprilwoche und das war die letzte Woche damals, war ja auch wirklich für uns es nicht möglich, die Kunden zu besuchen, aber wir haben natürlich alle Mitarbeiter in der Woche am Start gehabt und die in der Folgewoche, das war dann die erste Maiwoche, durften wir ja dann wieder raus und es waren auch dann alle draußen. Also wir waren in der zweiten Maiwoche. Guck mal, das ist so geil, weil du schaffst das ja nie, du würdest das ja nie alleine schaffen. Weißt du? Ich weiß das noch ganz genau, wir beide haben telefoniert mit Kunden wie noch nie, ja, in dieser Woche. Und Martin, wie gesagt, der als Kreativkopf, der hatte wirklich da viele, viele Ideen. Wir haben Zahlungsziele ermöglicht in der Zeit, die es noch nie gab bei Camlog. Wir haben dann die Kunden extra angerufen und auch nochmal deutlich gemacht, dass sie uns auch helfen. Und wir haben wirklich auch tolle Kunden, loyale, die in der Zeit dann auch gesagt haben, hey, die Patienten sind da. Das hilft dir natürlich, wenn du in jeder Region in Deutschland so gute Kontakte hast, dass du Zahnärzte anrufen kannst. Und davon waren wir ja immer überzeugt. Die Patienten sind ja teilweise noch mehr in die Praxen gekommen, weil sie Zeit hatten für einen Implantationstermin. Das ist ja dann halt... Jetzt sind viele Sachen zusammengekommen. Ne? Du sparst Kohle, weil du nicht rausgehst. Ne? Du trägst Maske. Und richtig. Dann, es war schon eine verrückte Zeit auf jeden Fall. Wenn du antizyklisch handelst, und das sind ja wir wirklich gewesen in dieser Zeit, wir sind auch volles Risiko, haben wir ja auch schon mal gesagt, gegangen, dann merkst du halt einfach, dann fällst du doch wieder auf. Also dieses Thema, um aufzufallen im Markt, es gibt für uns beide nichts wirklich Lästigeres, wenn wir so sagen, wir machen es immer alle genauso wie andere. Und das ist genau das, wo wir uns differenzieren wollen, sowohl menschlich, kulturell, als auch mit diesen Maßnahmen. Und man muss auch ganz klar sagen, da hat natürlich alles gepasst. Wie Markus gesagt hat, da war der Vertrieb hochmotiviert und engagiert, was wir sowieso haben. Wir haben das natürlich auch ein bisschen initiiert und wir haben natürlich ein Kundenklientel, das halt voll auch zu Camlog, also auch dieses Bornfuss ist übrigens, steht auch wahrscheinlich für unsere Kunden in der Loyalität und haben uns natürlich auch in dieser Zeit geholfen. Und das hat uns also auch dazu gebracht zu sagen, hey, wir versuchen auch über die ganzen nächsten Jahre und in Zukunft halt auch immer wieder zu sehen, dass wir in einer guten Symbiose sind. Hier steht keiner über dem anderen, ne, sondern es ist einfach ein gutes Miteinander und das ist halt das, wie wir halt auch unternehmerisch denken und auch handeln. Damit gehen wir in Rente. Halt ich finde das, also man vergisst das oft, man vergisst oft, was man so leistet. Heute, ne? Heute sagt ja jeder, ja, ist ja nachvollziehbar und so. Aber wenn ich rekrutiere, ja, in der Moment weiß keiner. Ja. Was am nächsten Tag ist, neue Verordnung, neue dann halt auch Dinge bei den Mitarbeitern. Es waren natürlich Leute krank und so weiter. Du musstest ja jeden Tag wieder etwas vollständig neu machen, lernen und auch wieder schnell reagieren. Ja, und das ist eine Sache. So, kommt rein. Und du hast auch noch gesagt, entweder man